Liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Run in Oregon Trail, Complete Edition tatsächlich. Ja, in der letzten Ausgabe haben wir ja mal kurz reingeschaut und haben gesehen, dass es seit dem 20. Oktober letzten Jahres, glaube ich, gibt es eine Expansion oder ein DLC auf Steam zu Oregon Trail, und zwar die Complete Edition. Und die habe ich mir direkt nach der letzten Session hier Oregon Trail, habe ich mir das geschnappt, habe seitdem nicht einmal angerührt. Das heißt, gute 3 oder 4 Monate habe ich das Game schon jetzt mittlerweile am Start, beziehungsweise den DLC, und habe es nicht einmal gezockt. Und das werden wir heute natürlich ändern. Bevor wir das machen allerdings, schauen wir mal, wie es sich gehört, auf die Steam Store Page. Es gibt übrigens, hier seht ihr es auch gerade ganz kurz, es gibt so einen Live-Action-Trailer sogar noch von den Entwicklern, glaube ich, ist das. Für die Final Cut Expansion eben. Und bisher habe ich eigentlich nur Positives dazu gelesen. Wir sehen gerade hier, es gibt ja 24 User-Reviews. Das Game ist leider relativ unbekannt, was ein bisschen schade ist. Aber 95% der 24 User-Reviews sind positiv. Und auch generell das Overall ist auf positiv, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. Und ist available seit dem 20. Oktober 2015. Habe ich 25. gesagt, das war auf jeden Fall eine Lüge. Allerdings schauen wir mal rein. Wir haben hier Oregon Trail Final Cut Expansion. Ihr braucht für die Final Cut Expansion logischerweise das Main Game. Das Main Game kostet 5 Euro, also 4,99 €. Und der DLC kostet ebenfalls nochmal 4,99 €. Und folgendes haben wir hier. About this content. Schauen wir mal rein. Das ist schon mal ein sehr schönes Splash Art. The Final Cut Expansion adds double the content to Oregon Trail. New features include choose your route on the road with twice as many cities. Also doppelt so viele Städte, und wir können uns selber aussuchen, wo wir hinfahren. Das ist cool. 5 unlockable cars. Bisher hatten wir ja nur den Station Wagon. 10 unlockable characters. Okay, vielleicht auch mit extra Perks, aber ich bezweifle es. Vielleicht einfach nur neue Skins oder sowas. 3 new Boss Fights, 3 new Zombie Types. Bisher hatten wir ja 3. Die Crawler, wir hatten die normalen, die mit einem Schuss down sind, und die 2 Schüsse brauchen. Also doppelt so viel neue Zombies quasi. Radiation Mechanic gives you a new way to die. Das ist super. Hit and Run Driving Job. Ist es ein neues Fetisch? Könnte gut sein. Graveyard Retrieval Mission, also eine neue Mission. Fishing, more and new bandit attacks, das wird ja immer besser. Secret Endings, double the story encounters und double the road events. Double the story encounters ist cool, weil wir hatten extrem wenige bisher. Und Road Events hatten wir, ja, gab eigentlich genügend, und die sind eigentlich immer von Nachteil. Deswegen hätte ich darauf verzichten können, aber noch mehr Story Encounters ist auf jeden Fall cool. Okay, da würde ich sagen, schauen wir mal direkt ins Game rein. Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich habe mir auch schon eine kleine Liste mit Survivern hier rausgeschrieben, die heute mit dabei sind, die auch natürlich in den Comments sehr aktiv waren. Und deswegen haben sie auf jeden Fall eine Chance verdient. In diesem Sinne würde ich sagen, I report with my hands. Übrigens ein sehr schönes neues Splash Art hier. Sehr cool. Schauen wir mal in Options rein, das ist immer noch gleich anscheinend. Moment, Visuals. Achso, vorher lief das Game übrigens auf der, gab es auch diesen, wie bei Free Indie Horror Games, gab es dieses, verdammt, Unity Media, dieses Ding halt, wo man auswählen kann, die Auflösung und so weiter. Ähnlich auch wie bei Rust. Das ist mittlerweile ebenfalls weg, also das Game hat einen eigenständigen Launcher, was auf jeden Fall schon mal cool ist. So, Extras, was haben wir hier? Clemens Quest? Achso, ja, das gab's vorher schon, ja. Das ist quasi so eine andere Art von Game, wenn man so möchte. Ein Game in Game. Ah, passt schon. Also das ist anscheinend gleich geblieben. Da können wir eventuell auch irgendwann mal reinschauen. Credits Tombstones. Ah, die Tombstones, die wir gesehen haben. Stimmt, das ist ja auch von... Hallöchen. Von wirklichen Leuten, die das Game eben gezockt haben. Skulls. Earn Skulls in Endless Mode to unlock Loadouts and Modifiers. Okay. Also hier können wir dann verschiedene Sachen... Was brauchen wir hier? Buy 3 Car Upgrades, kill 50 Zombies, replace a Combat Technique, successfully shoot your way through a Horde und scavenge 3000 Ounces of Food. Das sollte kein Problem sein. Aber die Frage ist nur, ob das nur in einem Run ist oder in mehreren. Werden wir sehen. Achievements haben wir hier ebenfalls. Genauso wie Leaderboards. Kann man die auch filtern? Ja, online. Ah, dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange, aber passt schon. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir rein ins Game. Mach natürlich New Game. Campaign? Campaign, ja, Logo. Wir nehmen... Ja, es ist ein neues Game quasi, deswegen würde ich sagen Normal. Co-op Mode. A second controller can be used for drop-in co-op during most combat scenarios after your party joins you. You can find more information in the help files located in the pause menu. Cool. Ah, genau, ich habe das einmal schon das letzte Mal gehabt. Das sind hier die Unlockable Characters. Aber ich würde sagen, wir brauchen The Dude
Oder the lady, that's like the name of the dude. You've played once before, would you like to skip the intro sequence? Clemens will be set. Wir machen mal ein Play-Intro. Schauen wir mal, ob sich da irgendwas verändert. Vielleicht ist es ja das Live-Action-Movie, aber ich bezweifle's. Ah ja, okay, das ist immer noch Standard quasi zu Beginn. Aber ich habe so das Gefühl, das läuft schon ein bisschen flüssiger als vorher. Und das ist ja quasi einfach ein bisschen Aiming. Oh ja, Aiming Practice. Das wird immer besser hier. Out of ammo. Und da haben wir auch schon Clemens, der uns natürlich hilft. Wunderbar. Das kriegen die Christen heutzutage also auch hin. Well then, it looks like I just saved your bacon. I reckon we stand a better chance out there if we stick together. My name is Clemens, I used to be a priest, not much use for those nowadays. What's your name, partner? Wir nehmen natürlich unseren Namen, den Love Giant. The pleasure's all mine, Love Giant. Listen, even with the two of us, we won't survive very long. Everyone I trusted died a while back. Do you know anyone we could count on in a pinch? Genau, da haben wir jetzt folgende Leute mit dabei. Wir haben einmal den 02 Enderman mit dabei. Wir haben mit dabei, ich glaube zum ersten Mal, Punky Voice. Also alle, die jetzt quasi ein bisschen sehr aktiv waren in den Comments in letzter Zeit. Dann haben wir eigentlich wie immer Nebelmonsters mit dabei. Und zu guter Letzt, auf jeden Fall zum ersten Mal dabei, da bin ich mir ziemlich sicher, ist der gute Ravens Warrior, aka Creepypasta Aficionado. Was machen wir denn da? Machen wir hier Ravens Warrior. Machen wir das Ganze so. Are those names correct? Yes. There's a good chance if they are still alive, they will be at the shelter set up in DC. Disconnected. If they have any sense, that is. We are going to need a way to get around. I saw an old station wagon a few blocks back. Those things might not be very reliable, but you'd be surprised how roomy they are. Anyway, let's get moving. So, pick your ride. Station. Oh, wir haben SUV. Wir haben the Jack. Best suicidal on. Achso, beat suicidal on to unlock. Make it safe and with all party members to unlock. Wird schwer. Interceptor. Beat the Bandit King to unlock. Bandit King gibt's auch noch. Sehr gut. Collect all skulls in endless mode to unlock. UFO. Okay, nehmen wir den Station Wagon. Wir haben ja keine andere Wahl anscheinend. Und dann gehen wir mal Richtung Station Wagon. Practice moving and shooting before you get in the car. Das geht also mittlerweile auch nicht schlecht. Kriegen wir den? Ja, natürlich. Und rein in den Station Wagon mit uns. Alright, I think I've got just enough fuel and food for us to make it to DC in this baby. Nice rhyme. Let's hit the road, I'll drive. Priester und zeitgleich auch noch Rapper anscheinend. 135 Mal zu Washington DC. Ich habe übrigens hier noch ein kleines Bierchen noch vorbereitet. Denn das gehört jetzt zu einer anständigen Survival-Aktion mit dazu. Ein schönes Tsingtao-Bier. Das Beste auf jeden Fall. In diesem Sinne, Broken Arm, Kanpai. Und außerdem ist es scheiße heiß gerade momentan. Clemens has Dysentery. Der Anfang ist ja immer gleich, damit man eben so sieht, was für Events es alles gibt. Und er wird gebissen. Ja. Clemens was bitten by a zombie. You're out of fuel. Und wir sind in Washington disconnected. Just as the station wagon runs out of fuel, you coast into the city, you can hear a radio blaring in a nearby window. Repeat, all survivors who still remain in Washington DC, the government has declared a class 3 biohazard in the area. They will be commencing a nuclear strike within a few short hours. Get out while you can, the city is lost. That's the spirit. Looks like we have a time problem. I'll go look for your friends at the shelter. Meanwhile, you should go scavenging for supplies. I've heard about a place on the west coast that is supposed to be a safe haven from all this chaos. Let's meet back here and head out. Here, take my journal. I've written down everything I know about surviving on the road. It should help you decide what you think we may need on the trip. Das wissen wir ja mittlerweile schon. So, wir haben 12 Stunden. Das heißt, generell brauchen wir eigentlich kein Food, aber wir, ne, um es erstmal bis zur ersten Landmark zu schaffen, sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Food mitnehmen. Fuel brauchen wir auf jeden Fall. Medkits können wir mitnehmen. Money bekommen wir eigentlich, wenn wir dann das ganze Food traden. Ammo brauchen wir auf jeden Fall mindestens eins. Muffler, Tire. Ja, nee. Moment. Money brauchen wir nicht. Batteries würde ich sagen, Muffler, weil die kommen, sieht man extrem selten. Ansonsten, was machen wir noch? Ah, noch ein Tire, oder? Ja, ich glaube, das passt, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, Bunny brauchen wir nicht. Wir bekommen genügend Food eigentlich, wenn wir scavengen.
Und das können wir alles verkaufen, bekommen dafür daneben die Kohle. Your friends, join the party. Welcome. Ihr könnt euch in dem Fall aussuchen, wer ist und vor allem, wer die Frau ist. Great, everyone's here. There's just one more thing. Back there on the road, one of those things bit me. I'm already not feeling too well and I can't stand the thought of becoming one of them. You're gonna have to put me down. Why don't you keep my journal? It may help you out there. Good luck. Okay, in dem Fall, Clemens. Vielen Dank für deine Unterstützung, aber das war's. Love Giant, put down Clemens. Tweet it out. Der Twitter-Button ist übrigens weg. Choose your route. Pittsburgh, 278 miles, decent supplies and armored windows. View map? Okay. Wie kann ich das jetzt... Ah ja, okay. The Gorge Bridge. Okay, Moment. Das ist auf jeden Fall kürzer. Was haben wir hier? Light supplies and faster reload. Radiation warning. Zu viel Radiation ist ja nicht gut. Light supplies and faster reload. Armored Windows ist schon mal sehr gut, weil dann kann keiner gebissen werden. Oder ist zumindest weniger wahrscheinlich. Deswegen nehmen wir mal Pittsburgh. Embark. Los geht's. Bleiben in dem Fall auf den Stats. Moment. Medium Zombie Activity. Und Punky Voice schon mit der ersten Erkrankung. Kampai, trinken wir darauf. Ah, großartiges Bier. Mm. So, wir warten natürlich, bis die Zombie-Activity auf Low ist. Übrigens, sorry, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Liegt daran, dass ich momentan an meinem Album arbeite. Deswegen, sorry dafür. Aber ich versuche, mich dann noch einigermaßen zu artikulieren. Sollte ja möglich sein. Und ja, während dem Tag ist die Zombie-Activity normalerweise immer Low. Momentan ist ja Nacht, wie wir hier sehr schön sehen können. Müssen wir also ein bisschen warten. Someone in the distance is shooting at you. You hear a bullet hit the car. Na gut, es ging in dem Fall auf keinen von uns. Punky Voice hat es ein bisschen erwischt durch die Erkrankung, aber ich glaube, er ist, ja, wieder gesund. Und ich glaube, die Splash-Art hier hat sich ebenfalls verändert. Wir sind in Pittsburgh, Pennsylvania angekommen. Autoshop, da war ja hier dieses Upgrade, ne? Armored Windows haben wir hier, genau. Less likely to get bit by zombies, was schon mal sehr gut ist. Nachteil ist nur, die Zombie-Activity ist immer noch hoch. Deadly. Übrigens, genau, eine Sache, die ja schon... verbessert wurde mittlerweile, ist das Repair. Das haben wir ja das letzte Mal auch schon gesehen. Und ich würde sagen, wir repairen den Station Wagon direkt mal. Und schauen wir mal, dass wir hier ordentlich gute Stats hinkriegen. Auf jeden Fall besser, weil vorher war es ja wirklich nur Trial and Error. Also es lief mal gut, mal hat es nicht geklappt mit dem Repairen. Und hier hat man eben so ein bisschen noch Kontrolle darüber. Was ich ganz gut finde. So. Zombie Activity ist noch deadly. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwelche Jobs haben. Graveyard Mission, da haben wir es, aber ist dangerous. There's something hidden at the back of a graveyard, but it's too spooky for me. Hit and run. For every 10 of those things you can kill in 40 seconds. Oh, I'll fix your car up a little bit. Ja, okay. Da hätten wir gar nicht reparen müssen eigentlich. Driving Instructions. Gut, dann wollen wir mal. Okay. Also je mehr wir von denen kaputt fahren, desto bessere Repair kriegen wir von dem Kollegen. Hashtag Challenge accepted. Ist ja gar nicht mal so leicht, mein Gott. Aber es gibt immer noch zwei Jobs pro Landmark, so wie es aussieht. Ein bisschen schade eigentlich. Macht auch Sinn, ne? Normalerweise müsste unser Auto komplett am Arsch sein, wenn wir so viele Zombies einfach mal plätten. Aber gut. Zumindest werden wir ja repaired dann dafür. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Score, oder? Kriegen wir die 100? Ja, für alle 10 hat er ja gemeint, ne? Genau. Die 100 kriegen wir leider nicht. Schade. You did it! Mehr oder weniger. The Station Wagon gets a tune-up. Lass mal sehen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Moment, Set Pace können wir wieder auf Turbo machen. The pace you travel will affect your car. Take it slow and steady at 30 miles per hour. Move with a little urgency at 45 miles per hour. Or push the car to its limit. Ich glaube, je, es gibt ja auch diese Speed Bumps, oder dass man irgendwie in so eine unebene Straße eben fährt und dann jeder sich den Kopf anschlägt. Ich glaube, wenn man dann langsamer fährt, macht es weniger Schaden. Wenn man schneller fährt, macht es mehr Schaden. Denke ich mal, dass das da irgendwie so der Unterschied ist. Combat Training haben wir ja momentan noch nichts. Seit wann haben wir eigentlich einen Hund? Das haben wir in dem Fall auch neu, aber gut. Nennen wir ihn mal Flounders. Ja, wir haben leider null Money. Wie sieht's denn aus mit den Supplies, also mit unserem Food? 45. Ja, mal Trade. 46 of their food for 2 of your medkits. Ja, okay. Ich bin mal brave. 86 of their food for 27 of your dollars. Ja, geht leider nicht, weil wir haben sowieso keine Kohle.
Thanks, Trump. In dem Kontext... Dieser Graveyard-Mission reizt mich schon, aber Dangerous ist ein bisschen zu dangerous. Deswegen lassen wir das am besten mal. Und auch das Upgrade hier ist ziemlich gut, aber wir haben halt keine Kohle. Hätten wir mal Kohle investiert, naja. Aber für 59 dafür. Naja, wir nehmen es mal zur Kenntnis. Leave town, you won't be able to return. Jawohl. So, wo können wir jetzt hier hin? Nur in eine Richtung oder was? Sieht so aus. The Mall. 240 miles, light supplies and faster movement. Wieso ist light supplies in the mall? Das macht in dem Fall keinen Sinn. Na gut, embark. Wir haben ja eh keine andere Wahl außer das. You must cross a horde of zombies in order to continue on the road. The horde in front of you is currently massive in size and appears to be ravenous. Wait to see if the horde disperses. Break out the guns and clear a path. Attempt to sneak through. Hide mercenaries. Da brauchen wir, glaube ich, Kohle für. Break out guns, clear a path. Wir haben keine andere Wahl. Oh, 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 das sieht schlecht aus. Oh, nee, das ist ganz gut. Yes! Gut so, Jungs! Sehr gut! Successfully fought your way through the horde. Genauso will ich das sehen, Jungs. Sehr gut. Und unsere Fenster waren leider nicht protected. Das heißt, es hätte ganz gut in die Hose gehen können. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass die Zombie-Activity gleich low ist. Weil dann können wir auch gleich direkt scavengen gehen. Immer noch deadly, immer noch Nacht. A fuel can tipped over and health spilled out. Super. Left to die ist immer noch gleich geblieben. Und hier geht's nach Apoko. Apoko. Okay. Gehen wir mal lieber zu Left to die, würde ich sagen. So, Combat Trainer. Move 5% faster in combat. Yup. Nicht wirklich interessiert. Was haben wir hier? Hit and run haben wir hier wieder. Defense. Suicide. Defense ist eigentlich relativ leicht. 12 scrapped. Es ist scrapped. Let's go. They hand you 20 ammo for? Dankeschön. Ach stimmt, eine Waffe können wir uns auch aussuchen, oder? Oder war das nur beim Scavengen? Naja, okay. Spread shot, slow reload. 4 quick shots, longer reload. Ja, kann man machen. Ach, das war Defense. Ups, ich dachte, das wären die Bandits. Ups. Ja, da hätte ich vielleicht mal die Shotgun nehmen sollen. Reloading. Oh Gott, das dauert extrem lange. Und 4. Reload, 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 reload. Oh Gott. Okay. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Fehler, 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 Fehler. Good. Immerhin haben wir genügend Ammo. Ah, fuck. Naja. Hat nicht ganz geklappt. Mal schauen, wie viel das abzieht von der Health her. Das geht eigentlich. Zombie Activity ist noch high. Das ist schlecht. Ah, Hit and Run. Dann können wir unseren Station Wagon auch wieder ein bisschen repairen lassen. Mach mal den Mauszeiger hier raus, damit das nicht ganz so stört. Okay, für alle 10 Kills. Nicht vergessen. Aber ja, die Reviews übrigens, die ich bisher gesehen habe zu dem DLC, sind eigentlich durch die Bank weg positiv. Es gibt einen, der Negatives gegeben hat, auch nur, weil es am Ende anscheinend einen Bug gibt, mit dem man das Game nicht vollenden kann. Also ein Safe Haven Bug letzten Endes. Ich hoffe mal, der wurde mittlerweile rausgepatcht. Aber generell, alles andere, was ich so gelesen habe, ist echt nur positiv. Und bin mal gespannt, ob ich dem in dem Fall noch beiwohnen kann oder eher nicht so. Man kann 100 pro hier die 100 holen, aber hat bisher noch nicht ganz gereicht. A Tune-Up. Sehr gut. Ja, aber nicht wirklich viel. Hätten wir auch selber machen können eigentlich. So, wir haben noch genügend Food eigentlich. 51 ist ganz okay. Wir schauen mal, ob jemand traden möchte. One of the muffler for two of your fuel. Wir haben 4 Muffler. Ich glaube, das reicht. Waiting brauchen wir nicht, weil das verbraucht auf jeden Fall Food. Wir sehen nicht mehr ganz so gut aus, aber ich glaube, sobald wir wieder scavengen können, können wir auch eine kleine Rast einlegen, weil wir brauchen halt erstmal das Food, um hier wirklich weiterzukommen. Nee, Moment, nicht Cell. Bye, genau. Aber da haben wir eigentlich auch nichts, was wir jetzt wirklich brauchen könnten, deswegen Leave Town. Ja, schade, wir haben wieder nur eine Möglichkeit zu reisen und zwar nach Indianapolis, 170 Meilen, Decent Supplies and Offroad Tires. Offroad Tires, mal schauen, was die bringen. Gab's, glaube ich, vorher auch noch nicht. Großartig. You get caught in a blizzard. The cold will tax your health and you will have to drive more cautiously. Auf jeden Fall aufpassen auf die Zombie-Activity weiterhin. Medium, okay. You stop and stretch your legs. Ja, das ist doch ganz gut.
Müsste eigentlich direkt wieder die Voice. Müsste eigentlich direkt wieder die HP hier hochgehen, finde ich. Raven's Warrior heißt das Sindetree, keine Sorge, das geht auch wieder weg. Indianapolis, so. Schauen wir mal, Autoshop, nicht Repairs, sondern Upgrade. Offroad Tires, no slowdown during sandstorms. The Root Sandstorm brauchen wir, glaube ich, nicht. So, Jobs, Bandits, das meinte ich, genau. $22, ja, Logo. Und noch ein bisschen Ammo dazu bekommen, warum nicht? Jetzt nehmen wir die Pistole, genau. Oh, sieht auch mittlerweile anders aus, ganz cool. Ups. Ah, komm schon. Reloading. Ah, du Schwein. Mit was blocken wir das überhaupt? Mit Hagel oder was? Weil sie zumindest so aus, als wir jetzt den Rücken zu einem gedreht haben. Deswegen dachte ich jetzt gerade. Yes. Okay. Da ist es auch kein Problem, wenn man länger reloaden muss. Bei so einer Mission. Aber wenn sich ja sowieso dann erstmal ducken muss und invincible ist. Yes. Survive the attack. Easy. $22. Dankeschön, J-Downloader. So. Okay. Das Upgrade brauchen wir eigentlich nicht. Das klingt jetzt nicht so nach etwas, was man wirklich brauchen könnte. Schauen wir mal. Trade one of their medkit for 33 of your ammo. 209 Ammo. Na gut. Wir haben ja vorher einen abgegeben. Jetzt bekommen wir den quasi wieder zurück. Two of their medkits to offer for 31 of your ammo. Ja, okay. Klingt gut. Je mehr Medkits, desto besser. Wir können eigentlich mal repairen. Ich glaube, dann müsste normalerweise auch schon der M6 Scrap nur. Machen wir mal zwei. Dann müsste eigentlich auch schon die Zombie-Activity wieder low sein, nachdem wir hier den Attempt gemacht haben. Oh, jetzt, ja. Jetzt haben wir nämlich keinen Food mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt raus und scavengen. Zombie-Activity medium, I don't fucking care. Ich kümmere mich drum. Rifle. Beste.